und herzlich willkommen zum Mittwochsimpuls. Hier in Allendorf gibt es eine ganz wunderbare Vogeltränke, die die Vogelschutzgruppe wieder neu eingerichtet hat seit ein paar Jahren. Ich finde diesen Ort richtig klasse, ich bin total gern hier. Unterwegs in Allendorf am Wachenberg bin ich oft mit dem Hund. Und wenn ich mit dem Hund unterwegs bin, dann passiert es wie heute an diesem Tag, wo es ziemlich regnerisch ist, auch schnell mal, dass es einen erwischt, dass man so richtig nass wird, von oben nass wird. Und das ist so ein Bereich, wo man sagen kann, ja, Wetter hat man natürlich nicht im Griff. Das kann man nicht beeinflussen, das kann man nicht in den Griff kriegen, das kann man nicht so gestalten, wie man es selber haben will, sondern es ist eben, wie es Wetter eben ist. Und das macht demütig. Im Wochenspruch 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 5b steht, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Und ich erlebe mich oft auch so, dass ich das lernen muss. Zu sagen, das, was ich denke, ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern das ist etwas, was überprüfbar ist und zu überprüfen ist, was hinterfragbar ist und hinterfragt werden muss. Und manchmal kommt auch bei raus, dass einen das ganz schön demütig macht, wenn man eben nicht recht hatte, wenn man eben etwas falsch eingeschätzt hat, wenn ich in einer Situation vielleicht von oben herab jemanden behandelt habe und dann feststellen muss, das war nicht gut. Und so geht es auch in unserem Miteinander, in den Gemeinden. Wenn wir als heikere Gemeinden miteinander unterwegs sind, dass wir vielleicht manchmal denken, das machen wir besser als die oder das machen die besser als wir, dann ist man schnell dabei, andere einzuschätzen, zu beurteilen. Ich glaube, Demut und das Demütigsein besteht darin, dass wir verantwortliche Entscheidungen treffen, nach bestem Wissen und Gewissen, aus Gottes Gegenwart heraus, aus dem Gebet heraus, aus dem Lesen der Bibel heraus. Und nicht, weil wir glauben, besser zu sein als andere, sondern weil wir glauben, wir möchten Gott dienen mit all dem, was in uns ist. Ihm zur Verfügung stellen, was wir sind und haben. Nicht, um besser zu sein als andere, nicht, um selber gut dazustehen, sondern was wir tun, soll dazu beitragen, auch im Miteinander unserer Gemeinden, dass Gott gut dasteht. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das bedeutet, er ist das Zentrum. Nicht wir als Gemeinde, nicht ich als Person, sondern er. Und wenn er im Zentrum steht, dann können wir um uns, um ihn herum, uns scharen, uns sammeln, zusammenkommen. Und das tut gut, wenn er die Mitte ist. Dann haben wir mit dieser gemeinsamen Mitte eine klare Zuordnung und wir werden nicht hochmütig, nicht übermütig, nicht größenwahnsinnig, sondern es geht am Ende nicht mehr darum, dass wir gut dastehen, sondern dass er gut dasteht. Und dazu möchte ich einladen, dass wir jeder einzeln dazu einen Beitrag leisten, dass er gut dasteht. Ich wünsche einen gesegneten Mittwoch und gute Impulse für die kommenden Tage. Wir wollen gemeinsam in Haiger unterwegs sein.